Wake up. Wie fühlt man sich, wenn man als inhuman, verroht, antidemokratisch, zutiefst rassistisch, diskriminierend und menschenverachtend bezeichnet wird? Ach, ich sag's Ihnen, solange Sie mit Ihren eigenen Gewissen im Reinen sind und wissen, dass das alles nur gelogen ist und eine Hetze ist, eine Hetzkampagne, die momentan gegen uns gestartet wird und durchgeführt wird, Sie müssen das gelassen sehen. Ja? Wenn Sie jetzt mal vor so einer medialen und auch politischen Hetze einbrechen würden und einen Rückzieher machen würden, dann können wir in diesem Land nichts mehr ändern. Ich sitze hier mit dem Schatzmeister des AfD-Landesverbandes Bayern und dem Vorsitzenden des Kreisverbandes Oberbayern Nord, Andreas Strixner. Vielleicht eine ganz dumme Frage am Anfang. Mhm. Haben Sie einen Titel? Nein. Haben Sie keinen? Ich habe keinen Titel. Ich frage aus dem Grund, weil mir ist aufgefallen, dass bei Ihrer Vorsitzenden, Bundesvorsitzenden, Frau Petri, permanent der Doktortitel verschwiegen wird. Mhm. Auch, dass sie im sächsischen Landesparlament sitzt. Und ich dachte mir, der Ehrlichkeit halber frage ich mal lieber. Nein, also ich habe keinen Titel. Sie sind, glaube ich, Controller. Richtig, ja. Haben auch eine gewisse Zeit in der Schweiz gearbeitet. Richtig, 2 Jahre. Und sind jetzt für die Alternative Deutschland. Alternative für Deutschland, so nennt sich es ja genau. Alternative für Deutschland, ja. Früher hieß es mal Alternative für Deutschland und Europa. Nein, es war immer schon die Alternative für Deutschland. Also ich habe mal nachgelesen, ich glaube irgendwann vor 3 Jahren hat sich die AfD gegründet in Hessen und da hieß es Alternative für Deutschland und Europa. Also Europa hat man dann irgendwann mal hinten runterfallen lassen. Das war aber schon bei der Parteigründung selber so. Also ich kenne eigentlich nur den Ausdruck Alternative für Deutschland. Es kann sein, dass vorher der Verein, der vorher da schon mal bestanden hat, oder die Gruppierung, dass die sich so genannt hat. Aber das empfiehlt mir jetzt mein Wissen. Wie lange sind Sie bei der AfD? Ich bin dabei seit Ende März 2013. Also Geburtstag hat die AfD ja gehabt am 6. Februar. Richtig. Ja, am 6. Februar 2013 wurde gegründet und ich bin dann am 31. März eingetreten. Es war Ostersonntag oder Ostermontag war das. Was hat Sie denn von der Jungen Union weggelockt? Sie waren ja 10 Jahre lang bei der Jungen Union. Also ich war bei der Union, war aber passiv. Ja. Also ich habe da mal in ein paar Versammlungen mal teilgenommen, 2, 3, glaube ich, waren es über die 10-jährige Zeit. Und was mich weggelockt hat, war, man kann bei denen nichts erreichen. Ja. Also entweder sie finden da dort einen Förderer für sich und dann kommen es groß raus. Aber dass sie da mitwirken können, auch als einfaches Mitglied, mehr war ja meine Bestrebung ja nie. Das können Sie mich vergessen. Es ist von oben alles vorgegeben. Das ist eigentlich nicht eine Politik, die, sage ich mal, für Deutschland zielführend ist. Und dann sind Sie zur AfD gegangen. Was war denn da? Da war die AfD doch noch so richtig typisch, wie man sie heute noch nachsagt, eine Ein-Themen-Partei. Und zum damaligen Zeitpunkt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Euro, 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 raus aus dem Euro. Was ist das? Es war Euro und vor allem auch das Thema EU. Ja, also die Gängelung durch die EU. Und das waren eigentlich auch die 2 Hauptthemen, die mich da reingebracht haben in die AfD, was mir auch sehr gut gefallen hat. Allein aus den Erfahrungen aus der Schweizer Zeit war die direkte Demokratie. Das, was auch von mir ein sehr großes Thema ist, was ich weiter verfolgen will. Und das war ein Thema, was damals reingekommen ist. Das heißt, Sie waren oder gingen zur AfD, als der Herr Lucke noch der Chef war. Und als der Herr Lucke dann abgelöst wurde von der Frau Petri, sagten Sie, irgendwie hatten Sie eine Vorahnung. Wir als Kreisverband werden es wie bereits in den letzten 2 Jahren beweisen, dass wir für dumpfe, rechte Parolen nicht die richtige Anlaufstelle sein werden. Hm. Richtig wiedergegeben? Richtig wiedergegeben. Jetzt hatte ich ja das Vergnügen, Sie 2,5 Stunden bei einer Bürgerrunde, wie auch immer, einer AfD-Veranstaltung in Pfaffenhofen agieren zu sehen, vor vollem Haus. Hm. Und muss Ihnen gratulieren,
für ihre Nervenstärke. Danke, die brauchte man heute auch, ja. War das das typische AfD-Publikum? Nein, definitiv nicht. Also heute hat man tatsächlich zwei, drei Kandidaten mit diesen dumpfen rechten Parolen. Hier sitzen, man hat es auch gesehen an den Leuten, die uns schon öfter besucht haben und die auch Mitglieder sind, ja, die da teilweise über manche Kommentare natürlich, soll ich mal sagen, in Verlegenheit geraten sind und gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht hier haben. Der Versuch war natürlich von mir auch immer wieder da, dann dazwischen zu gehen und auch die, sag ich mal, die Moderation auf andere Themen entsprechend zu lenken. Aber man muss auch sagen, es ist gar nicht so schlecht, dass diese Leute kommen, weil stellen Sie sich vor, die melden sich bei uns als Mitglieder an und ich kenne die vorher nicht und weiß nicht, wie die nach außen agieren, wie die argumentieren. Also von den drei Kandidaten, die mir jetzt heute ganz negativ aufgefallen sind, können Sie davon ausgehen, die werden nicht Parteimitglieder werden. Wie ist denn dieses Auswahlverfahren? Da schreibt jetzt irgendjemand, der holt sich irgendwo einen Aufnahmeantrag, schreibt rein, hallo, ich toll, eure Themen. Wie geht es dann weiter? Also welche Befürchtungen haben Sie denn da, dass sich da bestimmte U-Boote oder Leute irgendwo eintragen, die sie eigentlich nicht haben wollen? Und es scheinen ja doch ein paar bei der AfD deutschlandweit zu sein, die man so eigentlich nicht hören will. Also bei den Problemfällen, die wir halt teilweise haben, ist es so, dass die meisten wirklich am Anfang bei der Parteigründung reingekommen sind. Wir haben die ersten 4-5 Monate keine Prüfung gehabt. Also bei Lucke? Bei Lucke. Und das war auch wirklich ganz großes Verschulden von Lucke, dass der damals wirklich alles in die Partei reingelassen hat. Es wurde keine Prüfung durchgeführt. Diese Prüfungen gab es dann so ab Juni, Juli 2013. Man geht wirklich her, macht Internetrecherche. Ja. Man findet alles im Internet. Das Internet ist Gläsern. Es gibt zwar Leute, die sind im Internet auch nicht existent. Die muss man auf andere Weise dann drankriegen. Aber es ist auch so, wir versuchen mit denen auch ein persönliches Gespräch zu machen. Wenn dieses persönliche Gespräch, ja, wo es dann auch unsere klassischen Fangfragen gibt, nicht zustande kommt, wird keine Aufnahme stattfinden. Und so Bürgerrunden sind immer gut da, um entsprechende Problemfälle von vornherein schon auszusondern. Also ich hab mir ein paar Ausrutscher notiert. Ja, also das mit der Asylpolitik läuft ja darauf hinaus, weil meistens ist die Merkel immer der Adressat dieser Geschichte. Die wollen ja eine spezielle Rasse züchten. Wir sollen nicht alle enteignet werden. Merkel verspricht jedem Flüchtling 1.900 Euro leistungsloses Einkommen. Und dann war noch ein spezieller Kandidat da, der, glaube ich, hat mindestens 10 oder 20 Mal getan, das blöde deutsche Volk, lässt sich alles erzählen. Also, Sie können ausschließen, dass diese Leute, die ja wirklich sehr krudes Gedankengut haben, dass die bei der AfD nicht auftauchen und ihnen das Leben schwer machen? Auftauchen werden sie definitiv, weil das haben sie heute Abend ja erlebt. Ja. Unsere Aufgabe ist es, und das ist, finde ich auch, ist der Maßstab auch an uns, genau diese Leute eben nicht in die Partei reinkommen zu lassen. Und ich sage mal, zu 98-99% können wir das auch ausschließen. Also in eine Partei, die ja im Moment im Höhenflug ist. Richtig. Das heißt, Sie haben ja quer durch die Bundesrepublik bis nach Bayern von 12 bis aktuell 10% Zustimmungsquote. In den, ich glaube, im März gibt es 3 Landtagswahlen. Da sieht es so aus, als wenn Sie sicher drin sind. Ist das der Grund, warum man gerade so wahnsinnig auf Sie einprügelt? Das ist sicherlich der Grund. Es geht immer um das Thema Machterhalt. Ja? Also wir greifen momentan ja die Parteien an, über das, wo sie momentan versagen. Zuwanderungspolitik, Asylpolitik, Europolitik, EU-Politik, Steuern, erneuerbare Energien. Ich meine, die Themenpalette ist riesengroß. Ja? Und es ist ja so, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir kriegen in Baden-Württemberg 12%, jetzt haben wir mal angenommen. Diese 12% nehmen wir ja 12% Abgeordnete den anderen Parteien weg. Und in Deutschland ist es jetzt immer so gewesen, egal bei welcher Partei sie sich gegründet hat, vielleicht mit Ausnahme der Grünen, dass sie ja immer sofort mit diesen, wie soll man sagen, sie werden in die rechte Ecke gestellt. Ja? Bei den Grünen damals war es so, die wurden nicht in die rechte Ecke gestellt, sondern die wurden als Spinner hingestellt. Im Nachhinein betrachtet vielleicht gar nicht so falsch. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, warum ich permanent auf Ihre Stirne gucke. Es gibt einen Ausspruch von Schäuble, Wirtschaftsminister, vom 3. Februar diesen Jahres.
der die AfD als Schande für Deutschland bezeichnet. Und wer solche Demagogen wählt, denen die Unseriosität auf der Stirne geschrieben steht, der schadet Deutschland. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich sehe auf ihrer Stirne nichts geschrieben. Da steht gar nichts. Selbst beim AfDler, ich bin jetzt überrascht, weil Schäuble hat ja sonst immer recht. Es gibt noch andere Geschichten, das heißt, Sigmar Gabriel bezeichnet sie als offen rechtsradikal. Und ihr früherer Parteichef, der Bernd Lucke, schreibt, was sie betreiben, also jetzt nicht sie persönlich, sondern die AfD, ist eine hässliche Politik. Ich kann es noch toppen. Das sind jetzt lauter gestandene Leute, die also dementsprechend Medienöffentlichkeit haben. Wie fühlt man sich, wenn man als inhuman, verroht, antidemokratisch, zutiefst rassistisch, diskriminierend und menschenverachtend bezeichnet wird? Ach, ich sag's Ihnen, solange Sie mit Ihren eigenen Gewissen im Reinen sind und wissen, dass das alles nur gelogen ist und eine Hetze ist, eine Hetzkampagne, die momentan momentan gegen uns gestartet wird und durchgeführt wird, Sie müssen das gelassen sehen. Ja? Wenn Sie jetzt mal vor so einer medialen und auch politischen Hetze einbrechen würden und einen Rückzieher machen würden, dann können wir in diesem Land nichts mehr ändern. Also Sie brauchen eine dicke Haut, die habe ich, ja, und ich bin ja schon als linksradikal bezeichnet worden und als rechtsradikal, ich soll das irgendwann mal entscheiden. Ja, das ist einfach nur, um den politischen Gegner zu denunzieren, weil sie keine Argumente mehr haben. Und derjenige oder die zwei Personen, die wirklich keine Argumente mehr haben, ist insbesondere Wolfgang Schäuble und Sigmar Gabriel. Und bei Gabriel, der hat richtig Panik, ja, der verwaltet momentan die Konkursmasse der SPD. Und der hat richtig Angst jetzt vor den Landtagswahlen, weil ihm die Wähler davonlaufen. Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, so selbstanklagend, warum tue ich mir das überhaupt an? Ja, das kann man sich manchmal tatsächlich stellen, weil wenn man das jetzt schon 3 Jahre lang macht oder fast 3 Jahre, ja, sie wandern von allen Höhen in den nächsten Tiefpunkt rein und wieder hoch und so weiter. Und sagen wir mal so, solange ich das mache, und ich glaube, ich mache es noch lange, dann wird man sich die Frage wahrscheinlich immer wieder stellen, weil es gibt halt motivierende Punkte in der Politik und es gibt demotivierende Punkte. Ich muss Ihnen eins sagen, je größer die Hetze der etablierten Parteien wird gegenüber der AfD oder gegen mich als Person, desto eher motiviert bin ich weiterzumachen. Sehen Sie einen Unterschied in der Diffamierung zwischen der AfD und Ihrer Person? Ja. Sehe schon den Unterschied, weil ich jetzt selber als Person bis jetzt noch nicht wirklich so angegriffen worden bin. Ja, außer hängt das vielleicht damit zusammen, dass Sie sich selber im Asylhelferkreis engagieren und eigentlich in einer Tätigkeit sind, also im nicht dienstlich das machen, sondern in Ihrer Freizeit, indem Sie in Jetzendorf, das liegt südlich im Landkreis Pfaffenhofen, ja, juristische Hilfestellung oder Behördengänge oder wie immer man das nennen will, also Handreichung für, ich glaube, insgesamt 17 Asylbewerber zurzeit. Könnte das sein, dass Sie deswegen als Person nicht ganz so als Antidemokrat und ja, rassistischer Typ rüberkommen? Eigentlich falsch in der AfD, nach langläufiger Meinung. Langläufiger Meinung, wahrscheinlich bin ich falsch in der AfD. Nein, das ist falsch. Also erstens mal, wenn ich jetzt meinen Kreisverband mal anschaue, oder auch viele Leute, die ich im Landesverband kenne, die unterstützen das. Ja. Natürlich kriegt man auch negative Meldungen, aber das ist dann eher aus dem Volk heraus, weniger von Parteimitgliedern zu diesem Thema. Übrigens, juristisch helfe ich Ihnen nicht. Ich helfe Ihnen bei Behördengängen halt dahingehend, dass dieses Thema die Leute in die Arbeit bringen, also raus aus den Sozialsystemen, ja, also raus aus dem System, wo der Steuerzahler für diese Asylsuchenden aufkommt, da helfe ich im Moment, weil das mir persönlich ein Anliegen ist und auch ein Anliegen ist, um wirklich mal zu sehen, diese hochqualifizierten Fachkräfte, die uns ja da immer wieder unsere Politik uns vorgaukeln will, ob das denn tatsächlich die Realität ist oder nicht. Das ist halt leider nicht die Realität, das muss man momentan auch sehen. Aber es gibt gewisse Chancen für manche und das ist aber halt einfach nur ein geringer Anteil.
Natürlich ist es so, dass ich mich da vielleicht weniger angreifbar mache, aber ich muss auch sagen, ich halte jetzt Vorträge zum Asyl im Moment, erkläre die Thematik, ja, wo die Probleme sind, versuche Lösungsvorschläge zu bringen, ob das die richtigen sind oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich werde nicht gegen Flüchtlinge oder gegen einzelne Flüchtlinge in Personen instrumentalisieren. Was natürlich schon klar sei, ist, wenn jemand straffällig wird, dann muss er meiner Meinung nach ab einer gewissen Strafhöhe, und da ist für mich das Level relativ weit niedrig, dann muss er abgeschoben werden. Wir brauchen klare Regeln in dem Land. Sie sprachen es gerade an, also juristisch helfen Sie nicht. Ja. Das heißt, was ist denn dran an dem, was Sie behaupten, es gäbe linke Flüchtlingshelfer, die Asylbewerber unterstützen, um jeden Preis notfalls illegal im Land zu bleiben? Haben Sie da persönliche Erfahrungen, wenn Sie das sagen? Ja, ich habe persönliche Erfahrungen, darf aber jetzt die Namen natürlich nicht nennen, das ist klar. Aber es ist schon so, dass es Helfer gibt, jetzt nicht in Jetzendorf, sondern in anderen Unterkünften, wo es um jeden Preis darum geht, die Leute hier zu halten. Spielen Sie jetzt auf Pfaffenhofen oder eher auch Freisinger? Auch Freisinger auch. Und Pfaffenhofen. Pfaffenhofen gibt es die Vorfälle auch. Ja. Aber in Pfaffenhofen habe ich es jetzt nicht aus eigenem Leib erfahren, da hört man es natürlich wieder von Dritten. Sie wissen, wenn Sie von Dritten was hören, Sie können es nicht belegen. Ja. Es ist halt der Dorffunk, der hier durchgeht. Wobei, doch dem ich es in Freising auch kenne, so abwegig ist das Thema jetzt tatsächlich nicht. Also Sie sehen es auch manchmal, wenn dann irgendwelche, sage ich mal, von linken Gruppierungen Aktionen laufen, wenn zum Beispiel abgeschoben werden soll, ja, die dann das Asylantenheim dann belagern und Sitzblockaden machen und wie auch immer. Ja. Oder die Leute, also Asylsuchende, dazu aufwiegeln, in den Hungerstreik zu treten. In Münden haben wir es gesehen, die machen das nicht von selber, weil die von heute auf morgen auf die Idee kommen. Ja. Die werden geimpft. Wir hatten ja jetzt in Pfaffenhofen vom Landrat Wolf initiierte Bürgerversammlungen zum Thema Asyl. War eine Menge. Ich glaube, es waren zwischen 7 und 9 Stück. Was ist dran an dieser Behauptung, dass bei etlichen Bürgerversammlungen Asylbewerber extra, Asylbefürworter extra angekarrt werden, um dort gezielt eine positive Stimmung vorzutäuschen? Kann ich aus dem Landkreis Pfaffenhofen nicht bestätigen. Ja, also den Vorwurf würde ich jetzt über den Landrat Wolf auf gar keinen Fall machen. Im Freising, also im Landkreis Freising, ist das teilweise Realität. Also in Zolling war es zumindest so. Weil da war nämlich der Asylhelferkreis aus Eching anwesend. Ja, weil in Zolling hatten sich bis dahin noch keine Freiwilligen gefunden. Und die 30 Personen aus Eching haben da drin dann schön die Stimmung angeheizt pro Asyl. In Oberbayern Nord stellt man sich ja so, ja, ist ein Kreisverband, so wie hier, Kreisverband Pfaffenhofen oder Kreisverband Erding, Freising, wie auch immer. Jetzt muss man wissen, bei der AfD, weil es mit den Mitgliedern ja noch nicht so toll ist, ist jetzt keine Wertung von mir, muss man wissen, dass der Kreisverband Oberbayern Nord aus den Landkreisen Eichstätt, Freising, Ingolstadt, Neuburg, Schrobenhausen und Pfaffenhofen besteht. Jetzt habe ich heute erfahren, da gibt es eine Änderung. Wie sieht die aus? Die Änderung ist folgendermaßen: Wir haben ja diese 4 Landkreise plus die kreisfreie Stadt Ingolstadt. Wir werden jetzt am 20.02. eine Mitgliederversammlung haben, wo wir die beiden Kreisverbände, Kreisverband Oberbayern Nord auch spalten in 2 separate Kreisverbände. Das werden dann künftig die 2 mehr oder weniger Wahlkreise sein. Das ist dann Freising-Pfaffenhofen ist ein Kreisverband und Neuburg-Schrobenhausen, Ingolstadt-Eichstätt wird ein Kreisverband. Und nachdem ich ja in Jetzendorf wohnhaft bin, gehöre ich ja dann dem Freising-Pfaffenhofener Kreisverband an. Und das ist auch jetzt dringend notwendig. Erstens mal haben wir eine steigende Mitgliederstruktur im Moment. Also wir haben einen sehr regen Zulauf. Und wir müssen uns einfach auch mehr kommunal jetzt mittlerweile verankern. Da müssen Sie natürlich entsprechend die Gliederungen verkleinern, damit Sie kommunaler wirken können. Und der Zuschnitt der Gliederung klingt ja schwer nach Wahlbezirk. Ja. Ist das der eigentliche Grund? Auch. Also es geht natürlich auch um die Bundestagswahl, das seit Freising, Pfaffenhofen, die ja mehr oder weniger ja einen eigenen Wahlbezirk haben für den Bundestagswahlkampf, der Wahlbezirk 215, dass wir von da aus eigenständig agieren können und die Ingolstädter und die Neuburger und die Eichstätter sondern eigenständig aus agieren können. Okay, also auf das Kommunalpolitische in dieser Absicht komme ich gleich noch. Ja. Mich fasziniert, wie man eine geringe Mitgliederzahl so hochblasen kann, wie sie es gerade machen. Wir haben wahnsinnigen Zulauf. Wenn ich jetzt sage, Sie haben 125 Mitglieder. 140 sind es mittlerweile. 140 Stand heute. Ja. Im gesamten Kreisverband Oberbayern Nord. Ja. Das heißt also in diesen 4 Landkreisen plus der kreisfreien Stadt Ingolstadt.
auf Ortsverbandsebene ist da wohl nichts, oder? Im Moment noch nicht. Also das Einzige, was vielleicht selbstständig überlebensfähig wäre als Stadtverband oder Ortsverband, ist Freising und wäre Ingolstadt. In den anderen Dörfern haben sie halt mal kein Mitglied, ein Mitglied, zwei, drei. Also sie brauchen ja allein schon nach dem Vereinsrecht und nach dem Parteiengesetz ja 7 Mitglieder, um eigenständige Gliederung zu gründen. Und dann müssen sich auch noch 3 Leute finden, die im Vorstandsamt begleiten wollen. Und so weit sind wir natürlich noch lange nicht. Okay, also der Zulauf, so gewaltig ist er dann noch nicht. Er bei ist uns in Bayern oder jetzt bei uns hier in der Region 10 oder wie immer man das nennen will. Es ist momentan so, dass wir jetzt die letzten 2,5 Monate 30 Neumitglieder aufgenommen haben. Das sind dann ungefähr 28%. Also die Steigerungsrate ist nicht schlecht. Korrigieren Sie mich, ich habe hier noch die Zahl Bayern-Mitglieder, 2.400 sind wahrscheinlich auch mehr. 2.600 im Moment und rund 450 warten auf Aufnahme. Okay, gut. Haben wir ja erfahren, wie das funktionieren könnte, dass nicht die Falschen dabei sind. Mhm. Also weder Linke noch zu sehr Rechte, weil sie sind ja nicht rechtsradikal. Richtig, also ich als Person sowieso nicht. Und die Partei auch nicht. Die Partei auch nicht. Jetzt haben Sie im April 2015 so 5 Themen angerissen. Mhm. Und heute Abend meinten Sie, okay, als neue Partei muss man 5 Themen, die kann man sich, denen kann man sich widmen, der Rest kommt später. Unabhängig davon, dass Sie ja nach wie vor als Ein-Themen-Partei gelten, nachdem wir Euro abgehakt haben, aber wie ich heute gehört habe, könnte es ja wieder kommen. Und wenn die CSU weiterhin diese Fehler macht, die Sie ihnen unterstellen, dann wird es ja bei der Asylproblematik, bei dem Thema Asylproblematik ja bleiben. Das ist richtig. Warum freuen Sie sich eigentlich, wenn die CSU jetzt plötzlich alles richtig machen würde? Ja, man muss immer den Gedanken spielen, will ich Macht oder will ich nur Macht oder will ich, dass sich in dem Land auch was verändert? Und es ist momentan so, wir sind nicht im Parlament vertreten, also weder hier in Bayern im Landtag noch im Bundestag. Ja, die CSU ist momentan die einzige Partei, die momentan, wenn sie austreten würde aus der Koalition, noch, sage ich mal, die vor sich hertreiben könnte. Wenn die das nicht macht, dann werden es wir tun, aber es dauert halt entsprechend länger. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, und zwar selbstverständlich, ständig sind Sie im Parlament vertreten. Sie sind in 3 Ost, ehemaligen Ostparlamenten vertreten, in Thüringen, Sachsen und das dritte ist mir gerade in Brandenburg. Brandenburg. Mhm. Und dann sind Sie noch in 2 Stadtstaaten, in Bremen und in Hamburg vertreten. Mhm. Also, was bewegt da die AfD eigentlich? Merklich etwas? Auf Landesebene. Nein, in diesen Parlamenten, in denen Sie vertreten sind, richtig. Was Sie bewegt? Ja, es ist schon so, dass CDU schon einige Themen mittlerweile übernimmt, die was wir voran. Also zum Beispiel die Asylpakete wären natürlich ohne den Druck durch die AfD und auch durch die Bürger, man sieht ja momentan einen Stimmungsumschwung, würden die ja nicht ein Asylpaket nach dem anderen verabschieden. Ich sage zwar, davon sind Sie überzeugt? Da bin ich überzeugt. Da wären die nie von allein drauf gekommen? Nein. Okay. Die Merkel und die CDU sicherlich nicht. Sehr selbstbewusst. Ja. Also die werden nicht allein drauf kommen, weil man ist ja dem Mord ja auch in der CDU. Ja? Man hört ja immer wieder kritische Stimmen. Mhm. Ja? Wenn sie es aber fertig bekommen, auf den CDU-Parteitag 10 Minuten der Merkel zu applaudieren, wie zu Honeckers Zeiten, dann muss irgendwas nicht stimmen in dieser Partei. Was könnte denn die CSU, ich meine, okay, wir haben sie gerade angesprochen, was könnte denn die CSU machen, um die AfD von der politischen Bühne zu fegen? Von der Bühne fegen werden sie uns nie können, ja, aber sie werden natürlich uns schaden können oder Stimmen wegnehmen können, wenn sie halt endlich eine vernünftige Asylpolitik machen. Und die vernünftige Asylpolitik ist ganz einfach. Sie sollen aus dieser Koalition austreten, soll ihren Minister abziehen. Aber ich sage Ihnen eins, es wird nie dazu kommen, weil es geht immer bei der CSU um Machterhalt und um die Pfründe. Ja, es geht um viel Geld, es geht um Macht und Geld und die CSU sagt ja momentan, sie können mehr bewirken, wenn sie in der Koalition drinbleiben, als wenn sie austreten. Und ich bin da genau gegensätzlicher Meinung. So, und wenn die CSU es jetzt schafft, dass Zäune gebaut werden, ist das ein richtiger Ansatz? Ich würde nicht nur unbedingt Zäune bauen. Lassen Sie uns doch erstmal das Thema von den einfachen Punkten angehen. Wir müssen einfach diese Anreizsysteme in Deutschland beseitigen. Die wären? Zum Beispiel
von Geldleistung auf Sachleistungen entsprechend umstellen. Das erhöht aber die Personalkosten der Landratsämter. Ja, wir müssen dann immer denken, vielleicht macht es kurzfristig sein, dass die Kommunen dann damit mehr belastet werden, weil sie natürlich mehr Personalaufwand haben, aber wir müssen uns das ganze Thema immer mittel- und langfristig anschauen. Und ich sage Ihnen, durch das, dass die Asylbewerberzahlen dann zurückgehen werden, ja, weil die Anreizsysteme wegfallen, dann sparen wir uns Geld. Weil wie es momentan läuft, ich rechne dieses Jahr mit 1,5 bis 2 Millionen, die dann noch am Top drauf kommen. Dann gibt es ein Jahr 2017, da kommen auch wieder welche. Dann gibt es ein Jahr 2018, kommt auch wieder welche. Das wird nicht besser werden. Jetzt haben Sie aber gerade im Plural gesprochen, Anreizsysteme. Und bisher haben Sie aber nur eines genannt, Sachleistungen gegen Geld. Also. Ja. So, was sind die anderen? Die anderen Anreizsysteme ist es eigentlich auch das Signal, was wir momentan aussenden. Ja, also wenn man uns momentan mal in den arabischen Staaten umschaut, Afghanistan, Irak, vor Syrien will ich jetzt gar nicht so speziell sprechen, da haben wir besondere Gründe, warum die herkommen. Wir reden auch von den ganzen nordafrikanischen Staaten. Wir werden aus das Land momentan wahrgenommen, die alle aufnimmt und allen helfen will, und wir sind das Land für ein besseres Leben. Sie können das vergleichen mit der USA mal vor 150 oder vor 100 Jahren. Ja, die, was bei uns hier schlecht waren, sind nach den USA ausgehen wir für ein besseres, für ein neues Leben. Aber wir müssen mal so realistisch sein. Schaffen wir das wirklich, denen allen ein besseres Leben zu geben? Ja? Arbeit, dass die Arbeit kommen, dass sie nicht in die Sozialsysteme einwandern. Also ich bin davon momentan nicht überzeugt, weil einfach auch der Bildungsstand von den Leuten, die zu uns kommen, bei Weitem nicht dazu ausreicht. Wenn ich mir das jetzt aus der Zunge zergehen lasse, da bin ich ja froh, dass Sie sich mit mir unterhalten. Denn da klingt ja raus, dass das Ganze, ja, Wirtschaftsflüchtlinge, das ist nicht das, was Sie in Deutschland sehen wollen. Jetzt muss ich dazu sagen, einfach nur, damit Sie einfach besser wissen, wer ich bin oder wie mein Background ist, irgendwie habe ich einen Migrationshintergrund, wie fast jeder Bayer. Aber ich betone es jetzt mal. Und zwar, meine Urgroßmutter kam aus Italien. Die fand hier ein besseres Leben. Hat wahrscheinlich auch was daraus gemacht, sonst wäre ich jetzt nicht da. Also, es könnte doch funktionieren, und ich glaube, es war damals schwieriger. Und Deutschland oder Bayern war nicht so stark, wir waren reines Agrarland. Und jetzt sind wir aber ein Hochindustrieland. Und ich sage jetzt nicht, wir sind das reichste Land Europas. Wir haben zwar Geld, bei uns läuft alles viel, aber jetzt geht es uns wesentlich besser als vor 200 Jahren. Also warum sollte es nicht gelingen? Das ist richtig, aber wir müssen mal schauen, welche Bevölkerungsgruppen kommen momentan zu uns. Wie ist der Bildungsstand, wie ist der Ausbildungsstand? Also meine Urgroßmutter konnte weder lesen noch schreiben. Das macht nichts. Vor 200 Jahren haben wir eine ganz andere Situation gehabt wie heute. Ja? Wir haben auch vor 60 Jahren oder vor 40 Jahren eine andere Situation gehabt wie heute. Wir müssen uns mal Gedanken machen, und ich meine, es liegt ja offen auf dem Tisch, was brauchen wir in Deutschland für Zuwanderung? Ja? Um zum Beispiel den temporären Fachkräftemangel, den wir in einigen Branchen tatsächlich haben, zu bewältigen. Und momentan ist es so, dass, sage ich mal, 99%, die momentan zu uns zuwandern, vor allem über das Asylsystem zu uns zuwandern, entsprechend nicht diesen Fachkräftemangel decken. Also ich komme zum Beispiel aus der IT-Branche. Ja, wir brauchen Programmierer, wir brauchen IT-Fachinformatiker in diese Richtung. Da ist leider bei den Zuwanderern keiner dabei. Ja? Und wenn Sie mal einen finden von 10.000, dann ist es halt so. Momentan ist es so, und das merke ich auch jetzt in meiner ehrenamtlichen Arbeit, Sie kriegen hauptsächlich die Flüchtlinge in Hilfsarbeiterjobs unter. Das sind halt Jobs, jetzt sage ich mal Straßenbau, Bauarbeiter, Gärtnereien, wie auch immer. Die werden nach Mindestlohn bezahlt. 8,50 Euro, wenn jemand einen 40-Stunden-Job bekommt, dann sind es ungefähr 1.500 Euro. 1.100 Euro kriegt er dann davon raus, da muss er noch 200 Euro für die Unterkunft abdrücken, dann sind wir bei 900 Euro. Die Asylbewerberleistungsgesetz erhält, da kriegt er ungefähr 325, 330 Euro. Ja, wir reden da fast vom Dreifachen dann. Aber wir brauchen Zuwanderung zu uns nach Kriterien, ja, da wollen wir auch ein Zuwanderungsgesetz haben, zum Beispiel nach kanadischem oder australischem Vorbild. Und diese Kriterien, wenn erfüllt sind, dann dürfen die bei uns im Prinzip einwandern, hier wohnen, ja, mir ist auch unbegrenzt, und entsprechend in der Arbeit nachgehen. Weil die Armutsmigration, die wir momentan haben, vor allem aus den nordafrikanischen Staaten, momentan dazu führt, dass ich die leider nicht integrieren kann in den Arbeitsmarkt, ja, weil auch vom Staat her viel zu wenig getan wird im Moment, um überhaupt diese Leute in Brot und Lohn zu bringen. Das ist ja momentan alles auf ehrenamtlicher Basis. Man mag jetzt davon halten, was man will. Sind ja alles sehr ehrgeizige Themen, und sie scheinen ja auch im Moment, das sagen ja auch die 10-12% quer durch die Bundesrepublik,
auch Themen, die die Bürger wirklich umtreiben. Sie haben Ängste, sie haben Befürchtungen und das ist vielleicht auch mit ein Grund, das ist meine Vermutung, eine Unterstellung, dass die sich bei der AfD gut aufgehoben fühlen. Jetzt sind wir aber hier in Bayern, speziell in Oberbayern, speziell in Pfaffenhofen. Wie wollen Sie denn das am Leben halten, wenn Sie gar keine Chance haben, in den nächsten Jahren irgendwo in irgendein Parlament zu kommen? Weder Bürgermeister noch im Landtag in München noch irgendwelche Gemeinderäte, es steht Ihnen in den nächsten Jahren nichts zur Wahl an. Ja, 2017 kommt schneller, wie wir glauben. Also wir werden hier, gibt es ja die Landratswahl. Ja. Das ist die einzige, die 2017 kommt. Das ist 2017, glaube ich, oder? Ja, Anfang 2017. Das ist 2017, richtig. Ob wir da antreten oder nicht, weil kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Das müssen die Mitglieder entscheiden. Ja. Da kann ich momentan noch gar nichts dazu sagen. Dann gibt es die Bundestagswahl im September. Ja, wahrscheinlich 2017. Ich gehe mal davon aus, sie wird auch tatsächlich 2017 sein. Mit dem Wahlkampf fangen sie ein halbes Jahr vorher an. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Leute schon mobilisieren, dass wir im Wahlkampf dann flächendeckend im ganzen Landkreis vertreten sind für Plakate, für Flyer austeilen, für Veranstaltungen, die wir machen. Wenn sie jetzt nicht den Unterbau schaffen, dann werden wir es nachher genauso schwierig haben wie bei der letzten Wahl, ja, dass mein Bruder und ich ungefähr 3/4 vom ganzen Landkreis mit Flyer und Plakaten zu decken müssen. Und Sie können sich vorstellen, wie viel Arbeit dass das ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dazu keine große Lust mehr, weil es wirkungsvoller ist, wenn ich mich auf Veranstaltungen präsentiere, ja, die Leute mit den Leuten rede, mit den Bürgern ins Gespräch komme, auch ein Gefühl dafür bekomme, wo liegen die Probleme, wo drückt denn der Schuh. Es könnte aber auch sein, dass Sie haben ja ein sehr beachtliches Ergebnis, oder die AfD hat ein beachtliches Ergebnis von 8,2% bei der Europawahl. Mhm. 2014 hingelegt 8,9%. Mhm. Dass es aber auch nicht gelingt, die Themen am Laufen zu halten, zum Beispiel im Europaparlament. Da sitzen jetzt noch zwei AfDler. Mhm. Gut, das hängt damit zusammen, weil es eine kleine Abspaltung gab und so. Olaf Henkel ist nicht mehr dabei, gibt es eine neue Gruppierung. Gleichzeitig droht aber im Europaparlament die letzten Aussagen von, ja, wie sage ich es denn jetzt, die letzten Aussagen einer Europaparlamentarierin waren jetzt ein bisschen kontraproduktiv, mit die Schießen waren, auf Kinder waren, und so weiter. Die waren indiskutabel, würde ich mal so sagen wollen. Indiskutabel hieße aber doch dann raus aus der AfD? Ja gut, für mich persönlich jetzt nicht. Also ich meine, ich bin jetzt hier in der Provinz, sage ich jetzt mal, da muss sich der Bundesvorstand darum kümmern. Ich ich meinte so, dass diejenige Person eine Mrs. Blaublut. Also ich werde keine Rücktrittsforderung oder irgendwas formulieren. Ja. Die machen das da oben, die sollen sich da oben jetzt auf was einigen. Es ist natürlich, ich würde jetzt einfach sagen, dass das unglücklich war, was sie da geäußert hat. Ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat. Ja. Ich kann jetzt da auch nicht in die Psyche da reinschauen. Ich war vom Laptop gehockt und habe das gesehen und habe nur den Kopf geschüttelt und die Augen geschlossen. Das war dann also ein Thema, warum tue ich mir das eigentlich an? Also das war so ein Satz, man kann auf Kinder schießen, kam Mannheimer Morgen, kam erst die Dr. Petri, und dann legte die Mrs. Blaublut im Europaparlament noch ein bisschen nach und meinte, ja, auch wenn die Kinder haben, ist ja kein Problem. Also so kam es zumindest an. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass sie unter Umständen aus der Koalition, aus der EPS, ECR, vielleicht rausfliegen würden. Gut, dann gäbe es noch viele andere Möglichkeiten. Also die Holländer würden sie aufnehmen, die Le Pen würde sie aufnehmen. Also sie würden sofort Unterschlupf finden. Also, okay, damit meinte ich ja nur, es könnte sein, dass die Themen einfach nicht mehr so lange am Köcheln sind oder aber, dass die Geschichte aus dem Ruder läuft. Aber die Gefahr besteht? Sehe ich jetzt momentan noch nicht, ja, weil, sage ich mal, jeder in der Basis auch immer vorgewarnt ist, möglichst genau hinzuschauen, dass eben die Geschichte nicht aus dem Ruder läuft. Und ich muss Ihnen sagen, wenn die Geschichte aus dem Ruder laufen würde, dann hätten wir nicht mehr 140 Mitglieder hier, sondern haben es wahrscheinlich 100 weniger. Oder 120 weniger. Da werden Sie jetzt manche freuen, schätze ich. Aber okay. Aber ich habe ehrlich gesagt die Sorge nicht im Moment, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Ob wir aus der ICE rausgeschmissen werden oder nicht, kann ich Ihnen jetzt auch nicht beantworten. Dafür folge ich das zu wenig, dass die Themen nicht mehr
am Laufen gehalten werden können, glaube ich nicht, weil es ist ja keines der drängendsten Probleme gelöst oder überhaupt eine Lösung in Sicht. Ja. Jetzt haben wir uns festgebissen an der Asylproblematik. Es gibt ja andere Probleme. Ja, richtig, genau, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Und zwar, okay, jetzt lassen wir mal das Euro-Schuldendesaster lassen wir mal weg. Das war ja vor der Asyldebatte. Ich zitiere Sie aus dem April 2015. Und zwar ist das eine dieser Themen, die Sie ja, offensiv angegangen sind. Steigende Kriminalität und Einbrüche, das sind also trotzdem ein Thema, das ist mir zu allgemein. Meinen Sie jetzt, dass die Deutschen krimineller geworden sind oder was steckt hinter diesem Satz? Also man merkt es ja auch, eine steigende Kriminalitätsrate durch Einbrüche. Ja, jedes Dorf ist mittlerweile davon betroffen. Bei mir auch im Freundeskreis sind auch Freunde davon jetzt betroffen gewesen, die letzten 1, 2, 3 Jahre. Flüchtlingsbezogen? Nein, kann ich nicht feststellen. Ich glaube nicht, dass das Problem Einbrüche momentan ein Flüchtlingsthema ist. Ich glaube, dass Einbrüche haben wir eher der ost- oder südosteuropäischen Mafia zu verdanken, die halt aufgrund der offenen Grenzen momentan halt hier einströmen können, ungehindert. Schauen Sie mal, wo die Grenzen dicht gemacht worden sind zum G7-Gipfel, was sie da an der Grenze alles erwischt haben. Ja, dass es so schlimm ist, hätte nicht mal ich gedacht, dass da so viele erwischt werden. Vor allem, dass diejenigen, die erwischt worden sind, auch noch so dumm sind und sich erwischen lassen, das ist das nächste Thema. Wir haben momentan, und das merken Sie vor allem, es ist auch schon recht spät, wenn Sie jetzt nach Hause fahren und Sie haben 20 Kilometer vor sich oder 18 Kilometer Fahrtweg, mir ist es jetzt schon dreimal vorgekommen, dass halt zum Beispiel ein bulgarischer Lieferwagen mit 20 Stundenkilometer durchs Dorf durchfahrt. Und ich frage mich, wer macht das mitten in der Nacht um 12:30? Ihre Vermutung? Meine Vermutung sind Ausspähungen. Und das hört man ja in den Dörfern ja immer wieder, ja, dass wir Beobachtungen gemacht worden sind. Wir haben das letztens auch in Au gehabt, wo dann mehrere Jugendliche dann auf diesen Lieferwagen zugegangen sind, ja, und dann ist der ganz schnell weggefahren. Das Problem, was ich sehe, ist eigentlich die mangelnde Polizeipräsenz. Wir haben die Polizei die letzten Jahrzehnte immer weiter abgebaut vom Personal. Sie wird momentan nur noch eher zum Alkoholkontrolle eingesetzt, was auch ein wichtiges Thema ist, ja, weil dadurch sehr viele Unfälle passieren, die auch tödlich enden. Aber die Polizei hat auch eine Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen. Und ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen, ich glaube, es war in Ebersberg oder in Grafing, wo dann, oder im Dorf, ich bin mir noch ganz sicher, da ist ja ein Vorfall gewesen, dass ein Juwelier ausgeraubt worden ist. Und hat die Polizei angerufen, die Polizei hat gesagt, sie hat momentan kein Personal zur Verfügung. Ja, Entschuldigung, wo leben wir denn? Ja. Das geht einfach nicht so. Wo haben Sie die Informationen her? Das war Presse. Aus der Lügenpresse? Aus der Lügenpresse, genau. Aus der Pinocchio-Presse. Ja, das sagt die Frau Petri immer. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht gelogen ist, weil es schon so ist, wir hören das auch von Bürgern, von Vorfällen, die mal gesagt haben, sie haben die Polizei angerufen wegen, ich sage jetzt mal, Kavaliersdelikten, die kommen da halt einfach gar nicht, weil sie das Personal nicht haben. Ich habe auch in meinem Freundeskreis Polizisten, die sagen, Entschuldigung, wenn ich auf Einsatz bin, ich bin gerade auf Einsatz unterwegs und da kommt die nächste Meldung rein, ja, dass ich irgendwo hinfahren muss, ich kann mir nicht zweiteilen. Wo machen Sie da eigentlich die Unterscheidung zwischen, naja, das glaube ich und das andere glaube ich nicht? Also das lese ich eigentlich aus den Artikeln raus. Ja. Artikel können extrem sachlich sein. Wenn er gar nicht geschrieben wird? Wenn er gar nicht geschrieben wird, dann müssen wir es erstmal nicht. Dann kriegen wir es meistens über die sozialen Netzwerke mit. Da ist erstaunlich, wenn der Druck über die sozialen Netzwerke dann zu groß wird, dann schreiben sie auf einmal drüber. Ja, dann wüsste man schon, aha, war doch was dran. Ja. Jetzt Köln ist das beste Beispiel dazu. Ansonsten sehen Sie sehr gut, also ich kann es zumindest gut rauslesen, ob da Stimmungsmache drin ist in einem Artikel, ob das in eine gewisse Richtung geht oder ob es einfach wirklich sachlich geschrieben ist, wo es wirklich um den Vorfall, um das Thema oder wie auch immer geht. Ist das jetzt eher Beschränkung der Meinungsfreiheit oder Demokratie, ein Demokratiedefizit, auch zwei Ihrer Themen? Beides. Es kommt aber immer darauf an, in welche Richtung es geht. Also die Meinungsfreiheit finde ich dadurch schon eingeschränkt, dass es eine unsägliche Political Correctness gibt in diesem Land. Ja, das ist wie ein Mehltau über unsere Demokratie gelegt hat. Und das Thema Meinungsfreiheit sehen Sie daher schon als beschnitten an, wenn Sie mit dem Bürger reden. Sie hören immer wieder, man dürfen doch nichts mehr sagen. Ja? Oder das kann man ja nicht mehr sagen. Das höre ich immer und immer wieder. Von wem?
Vom Bürger. Ganz normal draußen, okay. Hören sie bei uns, bei mir im Dorf, hören sie im Nachbardorf, hören sie da herin, hören sie auf Versammlungen, die wir dann mal haben, wie zum Beispiel Neuburg bei 110 Leuten. Die Leute haben einfach das Gefühl, man darf nichts mehr sagen, weil man sofort in die rechte Ecke gestellt wird. Herr Strixner, ja. Wir haben ganz am Anfang unseres Gesprächs davon gesprochen, dass Sie gute Nerven brauchten, was hier heute alles gesprochen wurde. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand hier glaubte, dass er über irgendetwas nicht reden darf. Aber der AfD glauben die, wir können so über alles reden. Ach so, dann wären sie so ein Schutterblatt. Ja. Hier also, können sie alles, selbst die krudesten Sachen, die waren nicht auf dem Mond. Ich bin ja heute auch mehrfach dann dazwischen gegangen und habe versucht, dass die krudesten Theorien dann nicht nur weiter ausgesponnen werden. Also es klar, lassen sich da ab und zu Leute blicken, wo man nur den Kopf schütteln kann. Ja? Und das gehört meiner Meinung nach nicht zur Meinungsfreiheit dazu. Da geht es dann teilweise dann schon Dinge, die dann eher in die volksverhetzende Stimmungsmache reingehen. Das muss man auch ganz offen mal so sagen. Es ist wahnsinnig schwierig, mit den Leuten umzugehen. Ich bin eigentlich gar nicht so unglücklich, dass das hier bei mir hören äußern, vor versammelter Mannschaft, weil genau diese Personen werden sie niemals als Mitglied in der AfD finden. Das haben wir ja heute schon gehört und das, wenn man die AfD jetzt als normale Partei betrachten würde, dann würde ich sagen, okay, das ist ja, ja schon mal was. Ja. Ob es gelingt, ist eine zweite Sache. Gut, jetzt haben wir ja die großen Themen ja ganz kurz mal angeschnitten und jetzt, wir sitzen hier im Pfaffenhofen, haben auch ganz kurz über Presse, Lügenpresse oder ich glaube, ich darf das auch sagen, im Hintergrundgespräch haben Sie statt öffentlich-rechtlicher Rundfunk immer vom Staatsfernsehen gesprochen. Mhm. Gut, sei Ihnen unbenommen. Jetzt ging Ihnen hier in Pfaffenhofen die Berichterstattung ein bisschen zu kurz oder kam sie ein bisschen zu kurz oder haben Sie sie als ja, nicht stattgefunden wahrgenommen, wenn es darum ging, den Breitbandausbau hier bei uns zu forcieren, anzugehen, zu machen. Hat man da Ihrer Meinung nach genügend drüber geschrieben und was? Das sehe ich gar nicht in den Medien jetzt momentan als das Problem, warum dass wir beim Breitbandausbau hinterherhinken. Ja, es gab ein großes Versprechen vom Landrat Wolf der letzten Landratswahl. Er steht dafür, dass wir flächendeckend hier Breitbandausbau bekommen. Ist ja nicht so, dass gar nichts passiert ist. Ja, wird man jetzt ja irgendwas unterstellen, das ich auch nicht will. Aber es gibt halt doch einige Gemeinden, die halt einfach komplett das Thema verschlafen haben oder zu lange mit den nötigen Investitionen zurückgehalten haben. Und Breitbandausbau ist ein sehr teures Thema. Ja, es muss auch eine Gemeinde und eine Kommune schultern können. Gab es da nicht Zuschüsse? Es gab Zuschüsse, aber es gibt Gemeinden, die haben das tatsächlich verschlafen. Und jetzt ist eigentlich ein landespolitisches Thema, dass diese Zuschüsse wieder aufgenommen werden. Ja, weil, wenn man mal schaut, allein aus der Dorfentwicklung, Stadtentwicklung, auch Entwicklung, wie kann ich gewisse Unternehmen ansiedeln, ja, Mittelstandsunternehmen, Kleinunternehmen ansiedeln, die werden nie dahin gehen, wo sie vielleicht eine Tausenderleitung haben vom Internetgeschwindigkeit. Ja. Und ich meine, wo ich wohne, jetzt eine Gemeinde Jetzendorf, ich meine Jetzendorf selber, der Hauptort, ist gut versorgt. Die haben jetzt eigentlich keinen Nachholbedarf, meiner Meinung nach, aber die Ortsteile haben zum Beispiel Nachholbedarf und ich surfe am Sonntag mit tausender Geschwindigkeit, wenn alle im Internet sitzen und sage jetzt mal, jetzt, wenn ich reingehen würde heute Montagabend, wären es vielleicht 6.000 oder 7.000, das ist diese akzeptable Geschwindigkeit, ja, da würde ich nicht einmal jammern. Aber ansonsten haben sie da nicht viel und LTE ist auch keine Alternative, weil da werden sie ja gedrosselt, ja, und sie wissen, wie schnell das erreicht ist, die Drosselung. Und also da müssen wir uns echt was überlegen, wir hinken da echt hinterher. Jetzt haben Sie leider, wie wir vorher festgestellt haben, keine Möglichkeit, hier irgendwo in irgendeiner Behörde positiv einzugreifen. Das ist richtig. Weil im Moment alle Wahltermine in weiter Ferne sind und Sie vielleicht auch zu spät angefangen haben. Das könnte ja möglich sein. Okay, das ist also alles ein bisschen Wunschdenken, was da ein bisschen läuft. Jetzt schreiben Sie in Ihren Programmen etwas von Bürgerbeteiligung, etwas wie direkte Demokratie und haben heute Abend ein, wie ich finde, interessantes Thema aufgeworfen. Und zwar ging es hier darum, um die Erschließungsgebühr, wenn in einer Gemeinde eine Straße umgebaut, erneuert, verbessert, wie auch immer wird, dann müssen ja die Anwohner einen gewissen Erschließungsbeitrag zahlen. Fälschlicherweise gehen ja viele davon aus, wenn sie nur in dem Haus, das an der Straße liegt,
wenn sie nur Mieter sind, dann geht sie das ja nichts an. Mhm. Und wenn sie in der Nachbarstraße wohnen, dann Ellerbetsch, wunderbar, mich betrifft es ja nicht, weil es betrifft ja die Straße neben mir. Jetzt haben Sie, um ein Stimmungsbild zu kriegen auf der heutigen Veranstaltung, Sie haben den Sachverhalt erklärt, dass Sie es als notwendig erachten, dass das hier bei uns in Pfaffenhofen, wie auch immer, in Oberbayern, dass man, weil man ja Grundsteuern zahlt, warum dann auch noch Erschließungskosten? Und dann kam natürlich auch wieder dieses Beispiel mit der armen Rentnerin, die zwar Eigentum hat, was wir alle haben wollen, damit es uns im Alter mal nicht nass reingeht. Und die müsste dann vielleicht irgendwie 15, 20, 25.000 Euro abdrücken. Und das würden Sie ändern. Und dann haben Sie ein Stimmungsbild abgefragt, ob die Leute dafür wären, dass sich die AfD um dieses Thema kümmert. Wieder mal ein Thema, das weg, da sind Sie bestimmt nicht im Verdacht, rechtsradikal zu sein. Enttäuschenderweise, Sie können mir jetzt recht geben oder auch nicht, hat das fast niemand interessiert. Ich glaube, die Leute haben das wieder nicht verstanden. Ja, also es geht in Deutschland immer grundsätzlich um die persönliche Betroffenheit. Ja, bin ich nicht persönlich betroffen? Beim Asylsansatz scheinbar persönlich betroffen. Das haben Sie heute an den Zeitrahmen für Diskussion gesehen. Beim Straßenausbaubeitragssatzung, so wie sich das ja umgangs- oder wie soll man Beamtendeutsch nennt, ist es so, dass die Leute nicht persönlich betroffen sind. Außer es hat gerade jemand blechen müssen oder muss wahrscheinlich kurz in nächster Zeit dafür blechen. Also zwei Drittel haben die Hand gehoben, gehe ich davon aus, sie haben es verstanden. Bei den restlichen ein Drittel entweder haben sie es überhaupt nicht verstanden, das Thema, oder sie interessiert es deswegen nicht, weil sie nicht betroffen sind, oder weil sie sagen, ich bin ja Mieter, interessiert mich auch nicht. Ja. Ja, das liegt natürlich auch an dem Publikum, was heute da war. Ja, die Leute sind heute gekommen, die wollten vor allem Informationen zum Thema Asyl haben und nicht zum Thema, was liegt denn kommunal irgendwo an. Die haben die AfD als die typische Ein-Themen-Partei für sich entdeckt. Ja, wobei natürlich schon Fragen da waren von Interessenten, die ich jetzt noch nie gesehen habe, ja, die natürlich schon gesagt haben, jetzt lassen Sie uns mal von dem Asylthema mal weggehen, ich will jetzt mal weiter programmatische Punkte der AfD wissen. Mhm. Ja, und dann ging es ja um das Thema Steuern, Wirtschaft, um die EU, Euro, erneuerbare Energien, hätte das noch weiter ausführen können. Genau, TTIP haben wir heute zum Beispiel gar nicht angesprochen gehabt. Erneuerbare Energien wäre das ja nicht. Wir haben zwar den Ausdruck nicht gebraucht, aber die Verspargelung gefällt Ihnen gar nicht. Die Verspargelung, die gefällt mir deswegen nicht, weil es erstens einmal, sage ich mal, unsere Kulturlandschaft hier verschandelt. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist das, dass die 10H-Regelung viel zu spät gegriffen hat. Es gibt momentan... Vielleicht zur Erklärung, das ist die Abstandsregelung. Die Abstandsregelung, genau. Es ist momentan auch so, dass zwischen Gerersbach schon mehrere Leute über Schlafstörungen berichten. Ich meine, ob da jetzt was dran ist oder nicht, ob es übertrieben ist, ob es vor allem aus Gegner fahren gegen Windkrafträder, lass jetzt alles mal dahingestellt. Es ist aber mittlerweile durch den Infraschall nachweisbar, dass es bei nicht allen, aber vielen Personen eben zu Störungen kommen kann, zum Beispiel beim Thema Schlaf. Es kann auch zu Störungen kommen, wenn man zum Beispiel im Wahllokal falsch auszählt. Das haben wir auch, dieses Problem. Ja. Zum Beispiel in Bremen hat man das jetzt. Auch ein interessanter Vorschlag von Ihnen. Ich weiß nicht, ob der AfD fähig ist oder ob das nur ein Steckenpferd von Ihnen ist, dass man sagt, okay, Leute, meldet euch an, werdet Wahlbeobachter. Mhm. Also man kennt Wahlbeobachter ja nur aus Ländern, wo man sagt, oh mein Gott, da geht es ein bisschen antidemokratisch zu, da verschwinden Wahlzettel, da werden Wahllokale zugesperrt oder ganze Urnen. Sehen Sie Deutschland bereits so weit, dass die UNO Wahlbeobachter schicken? Ob sie schicken sollen oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber es ist mittlerweile sehr auffällig, dass es zwar nicht flächendeckend, aber immer wieder lokal zu Wahlfälschungen kommt. Also in Hamburg sind 100.000 Briefwählerstimmen verschwunden. In Bremen haben wir jetzt gesehen gehabt, dass falsch ausgezählt worden ist, dass AfD-Stimmen den Piraten und den Linken zugeschustert worden sind, ja, wo es jetzt da neu ausgezählt werden musste, wo wir die Stimmen dann bekommen haben, haben dadurch jetzt ein Mandat gewonnen. Also es ging immer nur um zu Ungunsten der AfD? Ja,
Ja, das ist zumindest das, was jetzt feststellbar war. Ja, es kann ja nicht sein, dass der Bundestagswahl Wahllokale null AfD-Stimmen gehabt haben, wohl genau in dem Wahllokal mehrere AfD-Mitglieder ihre Stimme abgegeben haben. Das im Wahlbezirk, also okay. Im Wahllokal, ja. Man kann es wirklich aus Wahllokal dann entsprechend auch eingrenzen, ja, bei der Gemeinde. Also da geht was nicht mit rechten Dingen zu, das muss ich schon sagen. Und es müssen wir halt Wahlbeobachter hinschicken, wir selber. Jeder hat das Recht in Deutschland, ja, da soll auch mal jeder Bürger bereit sein, nicht um 18 Uhr da vor seinem Fernseher zu sitzen, auf dem Sofa und den ersten Balken abzuwarten, sondern die sollen in die Wahllokale reingehen und sollen das überwachen, dass das alles ordentlich ausgezählt wird. Weil wer zählt denn tatsächlich aus momentan in den Wahllokalen? Das sind ja vor allem Parteimitglieder der etablierten Parteien. In Bayern ist es erlaubt, richtig. In Baden-Württemberg übrigens ist es verboten. Als Fremd teilzunehmen oder als Eigen? Nein, das Parteimitglied. Als Parteimitglied dürfen Sie, Sie dürfen hier in Bayern, ja, dürfen Sie sogar als derjenige, der auf der Wahlliste steht, ja, dürfen Sie durchaus als, ja, ja, Wahl, ich weiß gar nicht, wie Wahlleiter. Als Wahlleiter oder, ja, Wahlhelfer dürfen Sie, okay. Ja. Gut, ja, da würde ich sogar sagen, ist irgendwie komisch demokratisch, aber okay. Jetzt zum Abschluss. Ich glaube, das Gespräch ist einigermaßen fair über die Bühne gegangen. Ja, das Gefühl habe ich jetzt auch. Habe ich irgendwas vergessen, was Ihnen noch am Herzen liegt? Ich meine, ich mache das bei Ihnen. Ich bin kein Sympathisant der AfD. Aber es könnte ja sein, weil ich bemängelt habe, die AfD wird zurzeit so ein bisschen an die Wand genagelt. Bei bestimmten Sachen gehören, bestimmte Aussagen gehören, da gehört er an die Wand genagelt. Hm. Bei anderen kann ich habe mir das Parteiprogramm durchgelesen, kann ich keinen Unterschied erkennen, zumindest nicht zur CSU. Hm. Gibt es etwas, was Sie loswerden wollen? Die Chance haben Sie. Ja, also da gibt es natürlich was, was man loswerden sollte. Es ist halt so, dass die CSU viel schreibt und im Wahlprogramm nichts umsetzt. Das müssen wir natürlich erst noch beweisen. Aber die Bürger draußen müssen verstehen, wenn sie nicht jetzt bereit sind, sich politisch zu engagieren, dann wird es meiner Meinung nach uns die nächsten Jahren schlechter gehen. Ja? Wir werden nicht mehr dazu bereit sein, irgendwas in diesem Land, wenn es beim Thema Asyl ist, beim Thema Euro, beim Thema EU, irgendetwas noch zum Guten wenden zu können. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, die nächsten 2-3 Jahren hier die Kurve zu bekommen, eine Politik wieder in die Mitte reinzusetzen und nicht linkslastig, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann stehe ich schwarz für dieses Land. War das die Antwort auf die von Ihnen sich selbst gestellte Frage, warum mache ich das eigentlich? Ja. Ich danke, Herr Strixner. Herzlichen Dank.